Hallo und willkommen zurück. Dieses Mal sprechen wir über Leitungen in Flüssigkeiten. Letztes Mal haben wir über widerstehenden Festkörpern und so weiter gesprochen. Dieses Mal geht es um Flüssigkeiten. Und zwar um richtige Flüssigkeiten, nicht Quecksilber, was eigentlich eine Schmelze von einem Metall ist, sondern um Flüssigkeiten wie Wasser oder so etwas. Die leiten nämlich eigentlich nicht. Also reines Wasser leitet nicht. Das entspricht nicht unserer Erfahrung von diversen Filmen, wo irgendwer den Föhn ins Wasser schmeißt und dann alles funkt und rockt und alle sterben. Aber es ist so, reines H2O, reines Wasser leitet nicht. Dazu bedarf es nämlich einer geeigneten zusätzlichen chemischen Verbindung, die da in das Wasser gelangt. Bringt man so eine geeignete zusätzliche chemische Verbindung da rein, dann löst sie die auf. Das ist zum Beispiel Salz, Kochsalz, Natriumchlorid ist sowas. Ja, manche Säuren sind sowas, wenn man die reinleert. Bleiben wir einfach mal beim Salz, weil das kennt ja jeder vom Nudelkochen. Natriumchlorid. Ja, da ist Natrium drinnen, da ist Chlor drinnen, da gibt es eine Ionenbildung. Ja, und wenn man die dann hineinschmeißt ins Wasser, dann löst sie sich auf. Es dissoziiert. Heißt das? Wenn man es gescheit ausdrücken will. Also dieses Natriumchlorid löst sich auf, dissoziiert und es bleibt Natrium und Chlor über. Okay? Also zwei Unterschiede. Zuerst waren es zusammen, Natriumchlorid, Kochsalz und nachher lösen sie die auf, trennen sie die, dann ist ein Natrium und ein Chlor. Also, wir haben dann hier also ein Atom Natrium und ein Atom Chlor mit den entsprechenden Atomhüllen rundherum. Die Atomkerne. Das sagen wir mal ist Natrium. Und das hier ist Chlor. Okay. Die waren zuerst zusammen und jetzt durchs Wasser sind sie getrennt. Okay. Was heißt das jetzt? So ein Atom ist eitel. Man kann sich das immer, es hat keine Ahnung davon, was eitel ist. Ja. Aber man kann sich das einfach so vorstellen, ein Atom ist eitel und jedes Atom möchte so ausschauen wie die Superstars der Atome, nämlich Edelgase. Ja. Und jetzt ist denen wurscht, wie sie ausschauen. Ob es ausschaut wie ein Neon, ein Argon, ein Krypton oder wie sie auch immer heißen, eine wunderschöne, voll besetzte äußere Schale ist das energetische Ziel der Atome. Und da geben sie alles. Den Kern können sie nicht ändern. Der Kern hat so viele Protonen, wie sie eben haben. Aber gerade bei Natrium und Chlor ist es zum Beispiel so, das ist Natrium, ist gerade wie ein Warzen. Ja? Wie eine Warze hat das ein Elektron in einer Schale, drunter war eine perfekt vollgefüllte Edelgas-Elektronenschale, schaut von außen aus wie ein Neon. Ja? Das wäre viel schöner. Und dann hat es nur so ein Warzen drauf, so ein zusätzliches Elektron. Ja? Da geht es in Natrium so. Das Chlor wiederum. Schaut fast gut aus, ja? Aber hat so eine schiere Beine und eine. Ja? Dem fehlt nämlich genau ein Elektron, dass es von außen aussieht wie Argon. Ja? Wie das wunderschöne, tolle Argon. Ja? Wie gesagt, den Kern kennst du nicht. Und jetzt so Natrium und Chlor, heißt, pass auf, ich habe eins zu viel, du hast eigentlich eins zu wenig. Wenn wir das austauschen, ja, dann schauen wir beide von außen super aus. Innen drin sind wir zwar noch immer die gleichen, aber außen ein Wahnsinn. Ja? Insta, Alter. Okay? Und genau das passiert. Das Natrium gibt sein Warzen, sein Atom, da entsteht noch praktisch eine Lücke hier und die puck, ist dran an dem Chlor. Okay? Was heißt das jetzt aber, wenn sich nur die Atomhülle ändert? Jetzt hat das Natrium da ein Elektron hergegeben. Jetzt ist das in Summe ja
positiv geladen. So ein Ding heißt Ion. Ein Ion ist ein Atom, welches zu oder zu wenig Elektronen hat. Das Chlor ist nämlich auch ein Ion, das hat aber zu viel Elektronen jetzt. Jetzt ist es in Summe negativ geladen. Ja? Das schaut aber so an. Auf einmal haben wir Ladungsträger. Und weil sie in der Flüssigkeit schwimmen, sind diese Ladungsträger auch frei beweglich. Ja, mehr brauchen wir nicht. Ja? Mehr brauchen wir nicht. Bringen wir nämlich jetzt durch eine äußere Spannung da wieder ein elektrisches Feld hinein in die ganze Sache. Ja? E. Dann habe ich da positive Ladungsträger, positives Ion. Auf das wirkt die Kraft in diese Richtung, F. Und weil es dissoziiert ist, ja, weil es eben aufgelöst ist, bewegt sich das, pfeift es rüber. Ja. Auf den negativen Ladungsträger wirkt eben auch eine Kraft F in die andere Richtung. Ja, und das Chloratom pfeift genau in die andere Richtung los. Und beide tragen aber zum Stromtransport bei. Weil ja, wenn positive Ladungsträger in Richtung zählen, die positive, zählen die positiv, negative Ladungsträger gegen die Richtung zählen auch positiv. Das heißt, in Summe habe ich praktisch einen doppelten Strom praktisch. Ja? Jetzt, nur, weil sie halt beide in die andere Richtung bewegen. Ja? Weil beide praktisch wegdiven, weil sie beide bewegen, habe ich doppelten Strom. Ja? So schaut das aus. Ja? Ionenleitung. In einer Flüssigkeit haben wir Ionenleitung. Und jetzt bewegen sie nicht nur Elektronen. Ja, jetzt bewegen sich ganze Atome mit ihren fetten Kernen. Und in den fetten Kernen, haben wir gelernt, ist die Masse. Das heißt, elektrischer Stromfluss in einer Flüssigkeit ist gleich Massentransport. Das nutzt man beinahe aus, zum Beispiel beim Galvanisieren irgendwie. Dann halten wir halt das Metall ins Wasser, hängt da ein bisschen Strom an und dann zischen so die richtigen Atome dran und legen sich an der Oberfläche des Metalles ab, ja, weil weiter kennen sie ja nicht, ja, und überziehen das gleichmäßig, sehr gleichmäßig, galvanisiert. Ja. Da nutzt man das zum Beispiel aus, diesen Effekt. Ja. Solche Flüssigkeiten, die so mit Ionen dann gespickt sind, ja, die heißen Elektrolyte. Ja. Ein Elektrolyt. Ein Elektrolyt ist eine elektrisch leitfähige Flüssigkeit und es ist immer Massetransport. Man kann es sogar ausrechnen, wenn so und so viel Ampere da durchrennen, wie viel Kilo Natrium fallen an der negativen Iode ab. Ja, also das ist der Leitungsmechanismus in Flüssigkeiten. Das nächste Mal werden wir sprechen über den Leitungsmechanismus in Gasen. Gase können nämlich auch leiten. Das ist zwar nicht unser alltägliches Erlebnis, dass die Steckdosen, dass uns da dauernd herfeigelt, wenn wir bei der Steckdosen vorbeigehen. Ja? Aber wir werden sehen, was notwendig ist, dass Gase leiten. Da war es ja auch so, dass Flüssigkeiten nicht geleitet haben am Anfang. Ja? Da haben wir was gemacht, jetzt geht's. Ja? Nächstes Mal sprechen wir, wie gesagt, über die Gase. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.